Hallihallo, hier ist mal wieder Kurasu. Wir steigen aus dem Fahrstuhl in Fallout 4. Ich weiß nicht, warum wir gehen sollten, aber... Das Spiel hat gesagt, wir sollen. Ah, Nick ist auch wieder da, okay. Das war's verbuddelt? Anonymes Grab, okay. Hallo, was verbirgst du da? Ich denke, das solltest du dir genauer ansehen. Ja, es ist, als würde alles, was man ist, herausgerissen und durch etwas jemand anders ersetzt. Ich bin bereit. Ich wünschte nur, ich könnte allen Lebewohl sagen. Niemand darf davon erfahren. Hier geht es nicht nur darum, Fahrhaber zu infiltrieren, sondern darum, der Mensch zu werden, den die Synths brauchen, die hier ankommen. Es ist vernünftig, sie als Lebewesen zu akzeptieren. Sie sind. Wenn Sie Hilfe benötigen, nutzen Sie bitte die Sprechanlage. Der Brücke zwischen unseren zwei Welten sein. Aber das alles ist verloren, wenn jemand bemerkt, dass es künstlich geschaffen wurde und du ein Synth bist. Musste sie sterben? Die Frau, die ich ersetze. Gott, sie ist so wunderschön, wie sie dort liegt. Bitte nicht. Ihr Blut klebt an meinen Händen. Nicht deinen. Okay. Jetzt soll ich mit einem über die Sprechanlage sprechen. Was ist hier die Sprechanlage? Ah, da. Scan-Vorgang. Zugelassener Benutzer registriert. Synth-Prototyp. Medizinischer Bereich freigeschaltet. Was ich bin? Wie? Wer bist du? Ich bin Kai 1.1, eine Computerintelligenz, die medizinische Einrichtungen steuert. Genauer gesagt, den Raum hinter dieser Tür. Sie entsprechen allen Spezifikationen für einen zugelassenen Benutzer. Okay. Ehrlich gesagt, sind diese sehr gering. Das muss Dimas Werk sein. Er hätte nie vermutet, dass jemals ein anderer Synth-Prototyp auf der Insel sein würde. Wir sollten alles mitnehmen, was nützlich ist. Okay. Also war schon hier gerade Dimas Geheimnis. Ich dachte, hier wären diese anderen Sachen, die wir eigentlich suchen, aber okay, hier. Finden wir was über Dima raus. Hm, wirklich, was sich hier befinden, tut sich nicht. Ausgezeichnet. Oh, was ist denn das? Zimmermunition. Zimmerkind. Hm. Leichter verwendet 5,56 Millionen Munition. 25, oh Gott. Das ist ja ein heißes Teil. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Was bist du hier? Okay. Hm. Das ist auch nichts. Was sollen wir denn hier noch mitnehmen? Oh nein. Zuträge wieder. Ich habe es befürchtet, dass es bald passiert. Ja. Das kann auch weg. Da packe ich mein altes Gewehr weg. Ja, weil wir die Dinge jetzt tragen müssen, ne? Komm, die Marinerüstung machen wir auch weg. Tanten. Twitter? Hey, was ist das denn? Achso, das Ding von hinten. Okay, 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 okay. Okay. Ach, reicht eigentlich schon, sehe ich gerade. Nicht die Taste, die Taste bitte. So, was haben wir hier jetzt noch? Okay. Hier jetzt noch finden, das frage ich mich. Er meint, wir sollten alles Mögliche mitnehmen. Klingt so, jetzt könnte hier was sein, was man haben sollte. Hm. Aber wirklich was man jetzt mitnehmen kann, finde ich jetzt nicht. Naja, gut. Wird schon Gründe haben.
Oder ist es einfach nur gut versteckt? Hm. Das Vorrichtskit kann man eigentlich auch mitnehmen, sich gerade. Hm. Keine Ahnung, ob hier noch was ist, ganz ehrlich. Lassen wir das. So, aber haben wir wieder Dima rausgefunden, okay. Hätte ich jetzt hier an der Stelle nicht erwartet. Aber gut. Fahren wir nochmal im Fahrstuhl. Hätte ich gedacht, hier kommt was anderes, aber gut. Dann müssen wir die Pumpe anscheinend woanders suchen. Ist natürlich jetzt nur die Frage, wo. Ich werde Dima damit auf jeden Fall konfrontieren. Dima darauf ansprechen. Bevor ich mit Fahaba rede. So, hier in die Richtung ist es jetzt. Oh Mann. Jetzt ist es wieder in die Richtung. Ah, es ist da oben drin, wo der andere Kerl drin war. Ich was hören. Du was hören? Dann hör du mal was. Jetzt schießt du schon wieder auf mich, ja? Meinst du, das ist die feine englische Art, Junge? Ups. Dachchen. Wir Menschen dumm und schwach. Na, was ab, du? Endgültig weg. Hey, da sind sie wieder. Hallo. Hier ist der dumm und schwache. Anlegen, zielen und manieren. So. Ja, und jetzt wieder alles daneben. Natürlich. Ist sie schwindisch? Guck mal da. Fang das Bildchen. Huch. Dass er jetzt so dicht vor mir ist, habe ich jetzt nicht gedacht. Okay. Aber dann kann ich wenigstens nicht mehr daneben schießen. Das ist auch schon. Ich habe daneben geschossen. Aus der Empfehlung kann ich daneben schießen. Okay, alles klar. Mhm. Willst du langsam mal, bevor du umfällst? Danke. So, das hat ein schönes Nix. Hm. Wir gucken natürlich, ob es hier sonst noch was Schönes gibt. Hm, Rotlicht. Wo wir wohl hier hinkommen? Hm. Oh, Ausgang. Okay. Können wir aber auch mal nehmen. So. Hätten wir die Quest erstmal soweit auch fertig? Ich frage mich, ob wir jetzt schon zu Dima gehen oder noch ein bisschen weiter die anderen Quests erstmal machen. Ich glaube erstmal die anderen Quests, vielleicht finden wir da auch noch irgendwas, worauf wir Dima ansprechen können. Weil in den anderen Gebäuden hatten wir, glaube ich, auch noch irgendeine Finde Dimas Geheimnis raus Quest. Na gut. Aber dann ist ganz halt wirklich einer dort ein Zünd. Hatten sie ja immer, fürchtet, sag ich mal. So, was hier alles so manchmal rumliegt. Aber wir sind immer noch nicht den Amokläufer begegnet, ne? Und da ist niemand grunzen. Ich speichere mal eben. Hallo? Oh, Schuhpatronen, die nehme ich gerne mit. Da ist einer. Ich
werde nicht treffen, aber... Unglaublich. Ich habe getroffen. Aluminium, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich höre schon wieder den Selbstmordtäter. Das gefällt mir gar nicht. Die Frage ist jetzt einfach mal, wo der ist. Wenn man es weiß, dann kann man ihn eigentlich relativ schnell loswerden. Wenn man ihn zuerst sieht. Wenn der ihn zuerst sieht, dann ist doof. Hier geht's gar nicht wirklich weiter, okay. Hi. Wo kommst du denn jetzt her? Durch den mit Raketenwerfer, ne? Ja, ist er. Okay. Da hat er sich also hier irgendwo verkrochen. Sehr subtil. Der muss echt sonst wo sein, ey. Soll mir jetzt wurscht sein. Ich muss ja hier, glaube ich, nichts mehr machen. Nö, gut. Da wird die mal zur Rede stellen. Ah, nee, das ist ja die Sektenspinner. So, hier sind noch Sachen. Hier ist die mal zur Rede stellen. In der Nähe ist der Windpark. Aber das ist wahrscheinlich dann das Ding ausschalten, was wir nicht wollen. So, hier haben wir zwei Sachen. Informiere. Okay, warte mal, wir machen es mal so. Mai könnten wir fertig machen. Großfanatiker könnten wir fertig machen. Dann hätten wir das komplett fertig. Das ist ja das, was wir fertig machen. Das ist ja das, was wir fertig haben. Rede mit Dima. Ne, sind wir ja soweit durch. Fehlt nur diese eine Kampfrüstung hier hinten. Aber die sind ja nicht so spannend. Das heißt... Warte mal, Mai müsste doch auch hier sein. Oder auch nicht. Na, wir gehen einfach mal hin. Auf zum Nukleus. So, mit Glück und den ganzen Quests kommen wir vielleicht sogar wieder ein Level weiter. Mensch. Dann schauen wir vielleicht wirklich Level 50, wenn wir hier komplett fertig sind. Hätte ich nicht gedacht, weil ich glaube, der PlayStation, wo ich das erste Mal durchgespielt habe, kam ich glaube ich so mit was mit Level 40 knapp durch. 39, 40 so in die Richtung. Achso, wir sind draußen, okay. Habt ihr das gehört? Nein, wieso? War wohl doch nichts. Richtig, war nix. Genau, am PC nochmal durchgespielt. Ich glaube, da hatte ich sogar noch niedrigeres Level, weil ich da einfach nur schnell durchgerusht bin eigentlich. Dann habe ich nochmal auf dem PC gespielt. Da war ich dann auch so um die 40 rum. Und jetzt sind wir ja noch nicht mal im leuchtenden Meer gewesen. Storyline-mäßig jetzt von der Hauptstory. Und das ist eigentlich noch recht weit am Anfang, das leuchtende Meer. Von daher, okay. Was machst du da eigentlich? Da ist doch nicht zum... Du bist ein komischer Kerl. So, musste ich mal hier irgendwo... Wenn ich mal wüsste, wo die alle immer sind. Doch, hier in der Nähe war es. Okay. Da ist sie ja. Schwester Gut. Mai? Da bist du wieder. Danke nochmal, dass du den Pumpenregulator gefunden hast. Also, habe ich dir noch gar nicht gesagt? Was ich auf Lager habe? Das habe ich noch gar nicht hier gesagt, oder? Ich habe endlich den Regulator aus der Wim Hof Fabrik. Ja, jetzt sage ich es erst. Komisch. Fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können.
Ich dachte, wenn du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Du hast also nur die Dekontaminierungsfilter umgangen. Also, wenn du es mit dem Vereinfachen auf die Spitze treiben willst, ja, genau. Ich musste für meine Reparatur etwas improvisieren. Aber solange es funktioniert, sollte die Strahlung bestehen bleiben. Dann würdest du es also zu Ende bringen? Ja. Natürlich, kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe. Radikale Bekehrung. What the? Ignoriert 20% der Schaden-Energieresistenz des Seals. What the? Das ist schon heftig. Sieht irgendwie ein bisschen abgespaced aus. Cool. Nee, die sieht eigentlich ganz nett aus. Bau den Regulator. Machen wir dann gleich. Jetzt haben wir noch ein bisschen andere Quests zum Abgeben. So, und zwar dort einmal. Manchmal wirkt es, als würde der Alchemist durch Mr. Gwinnis wird euch keine Probleme mehr machen. Sie ist selbst schuld. Ich will keine Einzelheiten wissen. Ja. Ist mir offen gesagt egal. Du hast gute Arbeit geleistet und deine Hingabe und, noch wichtiger, deine Loyalität bewiesen. Atom lächelt heute auf dich herab, Bruder. Ja, passt schon. Gepriesen sei Atom, Belohnung verlangen, sarkastisch. Welche für bezahlte? Okay. Gepriesen sei Atom. Hier, nimm. Das ist nicht nur eine Waffe, sondern eines unserer heiligen Artefakte. Warum geben mir alle Waffen? Und zeige Atomsfeinden keine Gnade. Was zum... Ein Hammer aus... Irgendwas... Verstrahltem? Alter. 100... Strahlungsschaden. Wie mies. Jetzt kann ich natürlich wieder nicht schnell laufen. Ja, danke. Cool. Ja. Nick, komm mal kurz her. Hey, wie sieht der Plan aus? Du nimmst meinen Schrott und der hat schon meinen Schrott. Na super. Da jetzt nicht, du kannst nichts mehr nehmen. Bitte noch ein bisschen was nehmen. Nein. Geil. Na, aber müssen mir auch alle Waffen geben, ey. Du trägst so viel, du kannst nicht rennen. Wirklich? Unglaublich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wir packen da jetzt ein bisschen was rein. Und zwar dich und dich. Alles hier Waffen, was wir nicht brauchen, erstmal. So, na, jetzt drücke ich meine falsche Taste. So, sehr schön. Müssen wir jetzt hier noch irgendwo hin? Ja, irgendwas ist hier noch. Bau den Regulator ein. Stimmt, den Regulator müssen wir noch einbauen. Müssen wir in diesen Eingangsbereich, genau. Nicht im Eingangsbereich. Warte mal. Hä? Nee, das ist Klo. Ach, da unten. Geronimo! Wir haben alle Knochen da weg. Fluppen. So. Ach so. Okay, warte. Maisüberbrückung aufheben und das System reparieren. Moment mal, das ist interessant. Du siehst, wo der Pumpenregulator angebracht werden muss, sodass verstrahltes Wasser direkt in das System geleitet wird. Dir fallen auch Maisüberbrückungen zu den Filtern auf. Ein Fiegertechniker könnte sie aufheben, die Reparatur verheimlichen und das alte System wiederherstellen, sodass die Strahlung herausgefiltert wird. Wäre doch eigentlich klüger, oder? Also Belohnung haben wir eh schon. Du weißt nicht, wie man weiß, ob man aufhören kann. Achso, ich habe nicht genügend Intelligenz. Warte mal. T. Wenn ich jetzt 6 Intelligenz habe. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich könnte auf 7 erhöhen. Warte mal. Was? Kann man nicht irgendwie nochmal aufheben? Hallo? Auswahl nochmal aufheben? Jetzt. Okay. Was können wir denn noch lernen? Apotheker. Aha. Doppelt zu lang. Konsumierst länger. Robotik-Experte wäre aber cool. Da kann ich was mit Strahlungswaffen. Nerdwood brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ach komm, ich will's machen. Ich will da echt hier nicht dieses echte Ding anbauen. Da habe ich keine Lust drauf. So. Zack. Du montierst den Pumpenradar ohne Probleme. Mit dem Regulator kannst du meist übrigens aufheben und deine eigene im inneren Maschine anbringen, sodass niemand merkt, dass jemand daran etwas zu schaffen gemacht hat. Sehr schön. So. Sprich, die verbreitet jetzt keine Strahlung mehr. Das heißt, die Kinder von Nocturum tun sich nicht verstrahlen. Das ist ja eigentlich eine gute Tat, weil wenn sie sich weiter verstrahlen, sterben sie. Also eigentlich rette ich ja deren Leben, wenn es danach geht. Wenn es auch gegen ihren Willen ist. Das muss man schon sagen. Es ist gegen ihren Willen, ja klar, aber manchmal muss man halt ein bisschen, ne? Ich kümmere mich ja nur um die. Ich weiß, ich sorge mich um die. Das sind wie meine Kinder. Hust. Okay, testen wir das Ding noch. Okay. Scheint damit fertig zu sein. Alles klar. Gut. Genau, damit habe ich das auch fertig. Jetzt müssen wir die mal zur Rede stellen. Das ist jetzt das nächste. Also einmal nach Arcadia. Von hier kann ich nicht schnell reisen. Och, Mensch. So. Müssen wir halt erstmal raus. Aber ich sehe schon wieder auf die Uhr. Mensch, wir haben ja schon wieder die Zeit rum. Wie schnell das immer geht. Mensch. Genau, dann beende ich an der Stelle die Folge. Ich hoffe. Es ist spät. Ich soll die ins Bett. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Und falls ihr alles gerne einen Daumen oder einen Kommentar, da würde mich riesig drüber freuen. Und natürlich auch darüber, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Also bis dahin. Tschüss.